Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Ich war schon eine Stunde hier, aber ich mache euch nächstes Mal ein ganzes Video nur zu meinem Bauchtraining, meine Lieblingsübung momentan. Und wenn ihr Lust habt, ich war voll aus Atem, dann schreibt gerne in die Kommentare. Ich chill hier übrigens immer mit meinem halben Freund. Ich bin immer nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einkaufen und dann starte ich mit dem Video. Was gibt's denn heute, Henry? Habe ich dir gerade gesagt? Du hast drei Varianten, die du machst. Also wir machen jetzt eine davon, entweder Tiramisu, also gesundes Tiramisu. Ja, dann habe ich vergessen. Ich habe mir Tiramisu gemacht, also weil das am leckersten also angehört hat. Also hörst du immer zu ein Drittel zu. Ich höre mir das an, was sich am besten anhört. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute auch mal wieder eine Folge, wo ich ungesunde Sachen gesund umwandle. Und zwar diesmal Tiramisu. Bananasplit und ich habe es selbst schon wieder vergessen, super. Ungesunde Brownies aus Avocado. Und ja, und letztendlich durch Zufall habe ich dann noch gesundes Sorbet noch gemacht. Auf jeden Fall trinke ich hier gerade meinen Liter, 1,5 Liter Tee. Leute, ich kann euch sagen, falls ihr ein Problem damit habt, viel Wasser zu trinken, weil ich vergesse das oft oder Wasser schmeckt mir einfach zu langweilig. Und wenn ich es in so einer großen Gießkanne habe, dann habe ich praktisch das Ziel, irgendwas auszutrinken. Und ich finde, so kann man einfach viel schneller trinken. Besonders mit Strohhalm, finde ich, kann ich auch viel mehr trinken. Keine Ahnung warum, aber ist so. Auf jeden Fall habe ich beim Tiramisu aber die Löffelbiskuits nicht weggelassen. Klar sind die jetzt nicht so gesund, aber ich finde, man muss ja auch nicht auf alles verzichten. Man kann ja einfach nur versuchen, sein Leben ein bisschen gesünder zu gestalten. Aber auf alles zu verzichten, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Falls ihr aber darauf keine Lust habt, könnt ihr auch einfach Haferflocken oder Müsli so als Boden nehmen. Das ist ja kein Problem. Und ich würde sagen, dann fangen wir direkt an. So, nun kommen wir zu den Brownies und dafür nehme ich etwa 20 bis 30 Gramm Kokosmehl. Ihr könnt auch Mandelmehl nehmen, aber dieses Kokos, ich weiß nicht, aber es gibt so einen krassen Kokosgeschmack ab. Das gibt es bei Kaufland zum Beispiel oder bei Rewe gibt es eigentlich überall jetzt. Dann 2 Esslöffel Backkakao. Also auf jeden Fall etwas mit hohem Kakaoanteil, weil dann einfach nicht so viel Zucker drin ist oder so gut wie gar kein Zucker mit drin ist. Hm. 2 Eier, aber ich nehme nur ein Eigelb. Ihr könnt natürlich auch beides nehmen, aber ich möchte mir ein bisschen Fett sparen, weil die Avocado schon so viel Fett hat. Dann nehme ich 100 Gramm Avocado und 1 oder 2 Bananen. Das müsst ihr entscheiden. Am besten, je reifer die Banane, desto süßer ist sie dann auch. Genau. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal den Backofen vorheizen auf 180 Grad Umluft. Und ja, dann mal gucken, wie lange die Brownies brauchen. Ich sage euch auf jeden Fall eins, ihr werdet die Avocado nicht rausschmecken. Genauso wie meine Schoko-Avocado-Mousse, manche kennen sie ja. Warte, ich zeige es euch nochmal. Die hier, da schmeckt man die Avocado nämlich auch nicht raus. Ich kann es aber gerne nochmal in einem Video zeigen, so ähnlich. Brownie ist jetzt aus dem Backofen und die Konsistenz ist so richtig fluffig. Ich habe das für zeitgleich mit den Bananen gemacht, weshalb ihr jetzt sehen könnt, dass der Brownie so groß ist wie der Teller und so wenig Kalorien hat und so lecker ist. Und dann nehme ich noch Puderzucker. Das hat ja fast keine Kalorien. Ja, einfach als Glasur.
So, dann kommen wir auch schon zum Tiramisu. Ich weiß, Löffelbiskuits sind nicht so gesund, aber ich wollte einfach das Tiramisu gesünder machen, aber nicht komplett auf die Tiramisu-Zutaten verzichten, weil ich finde, die Löffelbiskuits machen das nun mal aus und man darf ja trotzdem sowas essen. Das ist ja nicht verboten. Und ja, deswegen fokussiere ich mich einfach darauf, dass die Quarkcreme gesünder wird. Und ich muss sagen, ich mag Tiramisu nicht so gerne mit diesem Likörgeschmack drin und sowas, deswegen mag ich es ein bisschen fruchtiger. Genau, ja, es gibt ja auch so Apfelmus-Tiramisu. Und genau, auf jeden Fall nehme ich 4 Löffelbiskuits, weil die gerade hier reingepasst haben in meine Form. Dann besteht die Creme nämlich aus Quark mit 0,2% Fett und dann 100 Gramm mit 20% Fett, weil man braucht ja auch ein bisschen Fettgeschmack. Fettgeschmack, ja, auf jeden Fall, dass es einfach ein bisschen mehr Geschmack hat. Und dann gebe ich da ein bisschen Bourbon-Vanille-Aroma rein, Zitronenabrieb und Stevia. Und dann wäre das praktisch eine Lage. Und dann ist noch eine Lage mit gefrorenen Himbeeren. Die habe ich vorhin püriert, wie das Eis. Und dann, ja, kommt als obere Schicht ein bisschen Kakao drauf. So, das Rezept ist auf jeden Fall total simpel. Und ihr kennt ja alle Bananasplit mit Eiscreme und so weiter und Sahne. Aber letztendlich braucht man das nicht. Man kann es auch schön gesund machen und danach hat man kein schlechtes Gewissen. Und zwar nehme ich dafür eine Banane. Obwohl, Leute, man braucht natürlich kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man Bananasplit isst. Aber hiernach fühlt man sich trotzdem immer noch gesund und man hat das Gefühl, es war ein Cheat. Ja, auf jeden Fall nehme ich eine Banane. 100 Gramm Quarkcreme oder ihr nehmt irgendwas anderes, was ihr gerne isst, euer Joghurt oder so. Und wenn euer Joghurt euch irgendwie zu langweilig schmeckt, könnt ihr es halt ein bisschen aufpimpen damit. Dann etwas Honig, ungefähr 10 Gramm. Und dann toppe ich das noch mit Himbeeren und Brombeeren. Und dann noch gucken, was ich noch in meinem Topping-Schrank habe. Aber genau, das war es dann erstmal. Und was ich aber vorher machen wollte eigentlich, nur ich habe vergessen, die Bananen einzufrieren. Ihr müsst mal am Tag vorher die Banane klein schneiden und ins Gefrierfach tun. Weil dann ist sie am nächsten Tag gefroren und dann könnt ihr die pürieren. Und dann habt ihr richtig geiles Bananeneis. Nur einen Schuss Mandelmilch noch rein. Und dann könnt ihr es nämlich als Eiscreme verkaufen sozusagen. Und das wollte ich halt eigentlich da drauf tun, aber geht jetzt gerade nicht. Am besten auf jeden Fall Teller, die so oval sind, wie so eine Pommesschale, damit praktisch diese Banane sich da reinlegen kann. Nur leider habe ich sowas nicht. Wundert mich eigentlich. Aber deswegen machen wir erstmal das. Und ich mache jetzt erstmal 2 Varianten. Genau, weil die zweite Variante wäre nämlich, wenn wir die Banane so ein bisschen andünsten. Jetzt diese gefrorenen Früchte hier, damit man so eine Art Himbeersorbet hat, wenn ich schon keine Bananen habe zum Pürieren. Da kommt halt nur ein Schuss ja, Milch rein oder Joghurt und dann geht's auch schon los. Auf jeden Fall ist das Eis so richtig lecker, so richtig sorbethaft. Mit allem machen. Mit Mango, ja, mit allem halt. Erdbeeren, was auch immer. Was auch noch mega lecker ist, ist, wenn man jetzt noch so Cashew-Mousse oder Haselnuss-Mousse oder so drauf tut und dann noch ein bisschen Zimt, dann schmeckt das total nach Winter. Aber das zeige ich euch gleich noch bei der zweiten Variante. Nur hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen Mousse drauf. Ich packe momentan auf alles Mousse. Aber das sind meine Lieblinge. Haselnuss, Pekannuss und Erdnuss und Pistazie. Das ist momentan schon leer. Und für die zweite Variante braucht ihr einfach eine Pfanne. Ich nehme meistens dieses Kokosnussmousse und dann dünste ich die oder brate die ein bisschen an. Weil ich finde, wenn Bananen angebraten sind, schmecken die direkt viel süßer und viel mehr nach einem Cheat. I'm
Das müsst ihr unbedingt nachmachen, Leute, bitte. Wenn ihr sagt, das schmeckt nicht, dann esse ich Koriander. Vorausgesetzt, ihr mögt Bananen. Wenn ihr keine Bananen mögt, dann ist es natürlich schlecht, aber es schmeckt so gut. Schmeckt einfach wirklich, als würde man gerade die größte Sünde begehen. So, willkommen zurück. Wie findet ihr meine Witze? Ja, auf jeden Fall ist es total kalt. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich glaube, ihr könnt mich jetzt gar nicht ernst nehmen, oder? Und ja, falls ihr mehr so Folgen sehen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!